Hallo, hier ist der Ralf von Jötteland. Ihr habt jetzt schon eine Weile nichts mehr von uns gehört. Das liegt daran, weil wir im Urlaub sind, sind es eine Woche durch den Schwarzwald, Oberschwabe, Allgäu Richtung Österreich gefahren und jetzt sind wir hier im Kaunertal angekommen und da werden wir 14 Tage bleiben. Das Erste, was wir heute vorhaben, ist den Wasserweg zu entdecken und ja, der Wasserweg hier ist im Grunde ein Kanal, der am Berg entlang gebaut worden ist, um einfach von dem einen Tal zum anderen das Wasser zu transportieren und die Felder zu bewässern. Während man hier unter dem Weg eigentlich nichts sieht, also da verbirgt sich tatsächlich der Schacht drunter. Wir sind auch an einigen Stellen Revisionsöffnungen, da hört man es rauschen. Aber was ich euch zeigen will, ist hier der erste Zufluss. Und zwar wird hier der Kanal vom Bach gespeist. Und der Überlauf, das was im Grunde zu viel an Wasser kommt, das geht dann einfach seinen üblichen Weg, der Hang runter, ins Tal, letztendlich in die Innen. Ja, und hier ist jetzt so ein Revisionsschacht, die findet man alle paar Meter. In aller Regel sind sie abgedeckt, der ein oder andere ist vielleicht auch auf oder nur provisorisch zu. Hier auf dem Weg, hier haben wir jetzt ein ebeneres, offeneres Teilstück. Der Weg führt uns wohl zu einem Stolle. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum hier momentan weniger Wasser fließt, weil dieser Stolle einfach als Zugang zu einer Alp dient und nur zeitweise, also wenn Bedarf ist, geflutet wird. Erzähl uns doch mal, wo wir hier sind. Also wir sind jetzt am Galrutschstollen. Das ist ein Wasserzufuhrstollen aus den oberen Bergtälern. Der Stollen hat 996 Meter, hat ein Gefälle von 2%. Es gibt hier 90 Meter nach dem Eingang einen Zuführungsstollen von Wasser, von Wasserzufuhr. Und es gibt einen automatischen Überlauf. Das heißt, es kann nicht zu viel Wasser in den Stollen eingeführt werden. Dann läuft der Überlauf wieder raus und geht dann ins steile Gelände ab. Es wurde hier zum Bau des Stollens eine Seilbahn gebaut. Diese Seilbahn musste 700 Höhenmeter überwinden. Die Seilbahn hatte damals schon beim Bau des Stollens eine Kapazität von 600 Kilo pro Fuhre. Also 600 Kilo Transportmaterial konnte angeschafft und abtransportiert werden. Wann ist der gebaut worden? Wann er gebaut wurde, ist, weiß ich nicht genau. Es war 1880 oder so. Das klären wir gleich noch. Können wir noch mal klären. Prima. Und das ist jetzt auch der einzigste Wanderweg, der zur Galrusalp führt. Das ist der einzige Wanderweg, der zur Galrusalp führt und auch also von dieser Seite her führt. Es gibt noch und wir müssen durch den Tunnel durch, jetzt durch den Stolle. Durch. Wir haben keine, also gut. Gar keine andere Wahl. Deshalb, es wird kalt werden. Jeder hat eine Jacke von uns dabei und auch eine Taschenlampe oder eine Handylampe. Und ich bin überzeugt, es wird ein nettes Erlebnis für uns alle.
Damit wissen wir jetzt auch, 1950 ist der gebaut worden, oder? Und da wollen jetzt alle rein? Ja, wir sind jetzt in dem Stollen drin. Ihr seht, es ist stockduster, außer man hat die Taschenlampe dabei. Joshua, mach mal aus. Und dann ist hier so, ohne Licht. Und dann muss man einen Kilometer durch. So, 238 Meter Hammer. Und wenn wir jetzt hier vor uns gucken, dann wird der betonierte Stolle zum Naturstolle. Ich glaube, es gilt jetzt ein bisschen auf den Kopf aufzupassen. Hier sind wir am Seidestolle, das heißt, das ist also hier der Überlauf des Baches, aber hier gibt es auch noch einen Zulauf, der einfach seitlich reinkommt und dabei fällt auf, obwohl man glaubt, man ist mittel und am Berg, dass man doch da nicht so weit von der Oberfläche weg ist, sondern am Rande des Berges durch diese Stolle läuft. So, rechts oder links? Aber hier scheint Sackgasse zu sein. Gehen wir rechts. Wie war es im Tunnel, im Stolle? Cool! Spannend? Ja. Bist du mit Licht oder ohne Licht durch? Mit.
Am Ende des Wasserweges kommt man dann zur Belohnung auf der Gallrutzalp an. Da haben wir, heute war zufälligerweise ein großes Alpfest. Eigentlich ein bisschen schade, weil sie die Spezialitäten, die sie normalerweise haben, gar nicht im Angebot hatte, sondern eher nur so ein klassisches Festessen, was schnell rausgeht. Kartoffelschnitzel, Würstle und so Schnickschnack. Und ja, wir haben es uns trotzdem gut gehen lassen, haben dort gegessen und noch eine größere Runde über den Berg dann wieder zurückgemacht. Ich hoffe, der Wasserweg war spannend für euch. Uns hat es auf jeden Fall gefallen. Und ich wünsche euch alles Gute und bis dann, euer Ralf von Jütteland.